So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, nicht Klo. Und wir wollen ein paar Alola-Eier brüten. Da ist auch der Kollege Zahnfeder am Start. Wir dürfen ja keine richtigen Namen nennen. Und er hat jetzt ein Alola-Ei für uns. Dann drücken Sie mal drauf, mal gucken, was wir da haben. Ein Alola Vulpix. Ja, jetzt freut sich keiner mehr, ne? Erst haben sich immer alle aufgeregt, dass das so selten ist. Okay, dann nehmen wir das andere auch noch mit. Erst war es immer so selten und alle haben drauf gegeiert und jetzt ist es plötzlich wurscht. So ist es halt mit allem. Oh, das ist ja noch beschissen. Hast du denn schon ein kontinentales gebrütet? Nee. Nicht? Gut. Was ich gemacht habe, sage ich lieber nicht, weil das kommt jetzt davor und das, was ich gestern gemacht habe, kommt dann hier danach. Klingt komisch, ist aber so. So, das ist erstmal weg. Und hier gehen jetzt also 9 Eier auf. Dann schauen wir mal, was da dabei ist. Wir werden es natürlich auch gleich bewerten. Slimer! Warum nicht? Wie gesagt, kann man jetzt natürlich auch als Shiny bekommen. 800 Staub nur. Bester Satz. Angriff 15. Kann man mal mitnehmen. Wir haben uns nämlich jetzt hier getroffen. Wir wollten kurz den Geowatts Raid mitnehmen. Ich verstehe es nicht. Porygon. Warum ist da Porygon drin? Das ist genau wie das, was gestern geschlüpft ist, was ihr nachher noch seht. Also ich rätsel und keiner kann mir Antworten geben. Zweiter Satz. Richtig schlecht. Wunderbar. Dann geht's gleich weiter. Ich dachte, es gab direkt eine Liste, wo drin stand das und jetzt das. Von dem anderen Dreck. Vulpix! Hat keiner was gesagt. Wieder 800 Staub. Bester Satz. 2 Werte auf 15. Mhm. Aber wir haben ja schon ein 98er Glücks-Vulpix bekommen als Alola. Noch ein Slimer natürlich. Mit 1089 Staub. Aber nur der zweite Satz. Du fängst fleißig, ja, was hier rumgeiert. Vielleicht ist ja ein Shiny Bisasam dabei. Noch ein Vulpix natürlich mit 1210. Auch nur zweiter Satz. Also bis jetzt eigentlich noch nichts Krasses. Von den IV mal abgesehen, aber die müssen wir dann später mal checken. Ein Kontinentale. Ein Panlimos. Ich glaube, der hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich den Staub nicht begutachtet, aber gut. Blablabla, 2 Werte auf 15. Das können sogar ein 98er sein, weil das, glaube ich, Angriff und Verteidigung auf 15 war. Aber ich habe davon ja schon 400er, also das braucht auch kein Mensch. Genau wie den kleinen haarigen Freund. Dick da, 1450 Staub. Bester Satz, Angriff, Verteidigung 15. Bam! Aber da geht's noch weiter. Kleinstein. Sieht ja fast aus wie bei dir. Ein Vulpix, ein Kleinstein mit 1256 und zweiter Satz. Ah, wir haben noch ein Ei übrig. Manchmal denke ich, es sind einfach nur unendlich, weil dann immer noch was hinterherkommt und ein Kangama, genau. Habe ich schon wieder verdrängt. 1016 mit dem zweiten Satz und 254 Bonbons. Da freut es sich. Das müsste jetzt aber wirklich das letzte gewesen sein. Genau, wir werden jetzt den Raid machen und ich melde mich später nochmal mit der zweiten Fuhre an Eiern. Willkommen zurück, die nächsten 9 Eier gehen auf und wir sind natürlich auf der Suche nach den regionalen und schauen mal, ob hier was dabei ist. Sternstück ist auch aktiv, habe ich sonst immer vergessen, wenn ich normal Eier ausgebrütet habe. Aber diesmal habe ich mir das wirklich vorgenommen, das aufzumachen mit Sternstück. Mal sehen, was im ersten drin ist. Ein Alola Kleinstein ist ja jetzt mal nicht so krass, aber 2088 Staub und zweiter Satz. Weiter geht es mit einem Taurus und ein Alola Dick da, leider auch nicht so cool, 1200 Staub, zweiter Satz. Aber wir haben ja noch 7 Stück vor uns.
ein Tangela. Ich wusste gar nicht, dass Tangela jetzt zu den kontinentalen Pokémon zählt. Mit 2300 Sternstaub. Bester Satz, Angriff auf 15. Okay, das wirft trotzdem jetzt einige Fragen auf. Weil es weder Alola noch kontinental ist, aber na gut, die werden schon wissen, was sie machen. Und da ist das erste kontinentale, ein Tauros mit 1800 Sternstaub. Zweiter Satz leider nur und schon 196 Bonbons. Weiter geht es aber mit hoffentlich noch ein Tauros. Wieder ein Alola Kleinstein. Das ist so hässlich, wenn ich die Augenbrauen da jedes Mal sehe. Mit 1300 Sternstaub und auch nur zweiter Satz. Also bis jetzt nur eins dabei und das Tangela, das macht mich immer noch fertig. Ein Kangama, richtig cool auf jeden Fall. Das habe ich schon so ewig nicht mehr gesehen. Mit 1200 Sternstaub. Bester Satz, KP auf 15. Also richtig cool auf jeden Fall. Eins haben wir noch. Oder noch eins? Ich weiß nicht, ich komme auf jeden Fall nicht mit dem Zählen. Und dein Alola Mauzi. Auf das haben wir uns natürlich am meisten gefreut. Habe ich ja schon als 100er, habe ich auch schon als Glücks-Pokémon. Also kann es mit allen aufnehmen, bla bla bla, wirklich hoch. Also ist eigentlich auch Schrott, kann auch weg. Aber eins haben wir noch. Ich hab's doch gewusst. Da kommt noch was Gutes hinterher. Und ein Alola Slimer. Ganz cool natürlich, dass es momentan mit dem Kanto-Event natürlich auch Slimer in seiner schillernden Form gibt. Genauso wie Kleinstein. Ja, auch bester Satz. Angriff wirklich hoch. Oh, da kommt ja sogar noch eins. Das ist, wenn 9 Dinge aufgehen. Ich habe das selten, weil ich eigentlich immer... Also selten Eierbrüte eigentlich, aber noch ein Alola Dicta mit 2400 Sternstaub. Bester Satz, KP, Verteidigung 15. Richtig gut, sag ich mal. Kann man ja dann mal ausrechnen oder ich blende das hier noch daneben ein, bei denen die den besten Satz haben. Und wir sind gespannt, was noch alles kommt. Aber Tauros, mein absolutes Lieblingsteil, deswegen laufe ich ja auch damit. Und Kangama habe ich mich auch natürlich gefreut, weil das damals, als wir in Gera waren, bei der Safari-Zone, überall Kangama gesessen hat. Oder auch in Prag, wenn das immer noch so war, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, Prag müsste das noch gewesen sein. Unendlich viele Teile davon mitgenommen. Danach leider alle verschickt und nur 6 Stück aufgehoben. Und die sind dann irgendwann Mangelware geworden. Deswegen cool, dass man die jetzt nochmal bekommt. Da nochmal die Gelegenheit hat. Da hoffe ich, dass dann noch ein paar mehr kommen. Aber das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann später wieder. Oder beim nächsten Mal oder wie auch immer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja.